und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Und wir sind zurück bei Let's Play WWE 2K14. So, und wir sind in einer neuen Aufnahme und ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel beim ersten Part die Filmsequenzen einfach drin lassen konnte. Ob das in den nachfolgenden Parts so ist, weiß ich noch nicht, denn die habe ich noch nicht gerendert, geschweige denn hochgeladen. Ich mache die Aufnahmesessions jetzt so ziemlich aufeinander. Ich glaube, ich habe erst vor 4 Stunden oder so aufgenommen, jetzt muss ich zwischendurch ein bisschen was anders machen. Jetzt halt das hier. So, Hulkamania und so weiter. Und das haben wir bis jetzt schon so geschafft. Und das hier steht jetzt noch an. Ich würde sagen, da lassen wir uns doch nicht so viel Zeit. Oh. Hulk Hogan! At WrestleMania 6, I bring you the one and only Ultimate Challenge! Ultimate Warrior, me and my Hulkamaniacs put the championship on the line. The main event in WrestleMania 6, the Ultimate Warrior squaring off against Hulk Hogan. Oh, my. Wait a minute. They're gonna go at it. There's not gonna be any WrestleMania. They're gonna go at it right now. When I said that WrestleMania 6 was more intense than all 5 WrestleManias put together, I meant it, brothers. You are about to enter a world close to parts unknown. WrestleMania 6, the most important day for the rest of our lives. Do you, Hulk Hogan, look for a place to hide, or do you face that challenge? What's it gonna do when the largest arms in the world run wild on you? You will know, Hulk Hogan, who is the chosen one. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, das richtige Match, was bei WrestleMania 6 stattgefunden hat, war ein Match, in dem wirklich im Voraus jede einzelne Aktion, jeder Schlag, jeder Schritt war im Voraus so abgesprochen, weil die beiden wirklich das perfektionieren wollten. Jeder Schlag, jeder Schritt war dort im Voraus abgesprochen. Heutzutage ist ja so, dass die Wrestler da ein bisschen mehr improvisieren, aber dort war das halt nicht so. Also, am 3. Februar 1990, eine Woche nachdem sich die Wege von Hulk Hogan und The Ultimate Warrior beim Royal Rumble gekreuzt hatten, stellte Hogan dem Warrior The Ultimate Challenge für WrestleMania 6. Hogan, der Zeuge vom kometenhaften Aufstieg des Warriors zum Star geworden war, wollte wissen, wer die stärkste Kraft der WWE war. Hulkamania oder die Macht des Warriors? Am 10. Februar 1990 wurde das Match offiziell als Hauptkampf von WrestleMania 6 angekündigt. Am 24. Februar wurde verkündet, dass es zum allerersten Mal sowohl um den WWE Championship Titel als auch um den Intercontinental Championship Titel gehen würde. So. This is the main event of WrestleMania 6. It is scheduled for one fall and it is title for title. Introducing first, weighing 275 pounds, he is the Intercontinental Champion, the Ultimate Warrior. Listen to the ovation for the Ultimate Warrior. And here he comes. He's running to the ring. I think that's a mistake. He should be conserving his strength right here. He's facing the challenge of his life, JR. Well, you may have a point there, King. However, the Warrior looks to be in great shape. And this crowd is going bananas. 67,000 plus have waited for this moment, JR. And it's going to be interesting as the crowd seems split 50-50. It's a toss-up, the same as the match. Und jetzt dann also Hulk Hogan. From Venice Beach, California, weighing 303 pounds, the WWE Champion, Hulk Hogan. And there he is, Hulk Hogan, the WWE Champion. It is deafening in here. The crowd response is unbelievable. I'm not even going to try to talk over this crowd, JR. Champion against champion. Title for title. This is what it's all about. This is what has brought 67,000 strong to WrestleMania 6, and they are ready. Both men are in tremendous physical condition, JR. You notice how Hogan took his time coming to the ring? The Warrior's already sweating more. That's a sign, JR. Jetzt habe ich mich auf meinem Stuhl gestreckt und mein Stuhl hat geknackt. Und nein, ich bin nicht fett. Keine Sorge.
WWE Championship Match Title for Title in einer wunderbar Ultra HD definierten Grafik vom allerfeinsten. So, hier sind beide Titel, rechts der Intercontinental Titel und links dann der WWE Titel. Oh boy, look at the goal. This should be an outstanding match. Mag den Farbfilter übrigens immer noch. Wobei er jetzt immer schon so ein bisschen angepasster wird ans Moderne. Das Moderne wird dann bestimmt übelst farbig und bunt und naja. So, Moment. Siege durch Pinfall oder Submission. Irish Whip an einem leicht angeschlagenen Hogan im Ring. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt mit dem Warrior hier reißen können. Könnte ganz witzig werden, glaube ich. Wie gesagt, beim Match, was dann tatsächlich dort stattfand, war jede einzelne Bewegung bis aufs letzte Detail abgesprochen. So. Aber Hulk Hogan kommt hier noch nicht so wirklich ins Match. Jetzt reverse er mal einen Irish Whip und schmeißt uns da zurück in den Ring. Ich finde die neuen Soundeffekte extrem cool. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hulk Hogan auf die Matte haue, wie ich es jetzt mit diesem Suplex tun werde, sind das neue Soundeffekte. Und wir gehen als Warrior nochmal auf den Top Rope. Double Axe Handle. So, Zwischensequenz. Der hat gerade irgendwie einen Anfall oder so. Ich glaube, der ist gerade irgendwie stromdurchflossen. Schließe den ersten WrestleMania-Moment ab. So. Dann gucken wir mal, ob uns das jetzt hier gelingt. Jetzt erstmal harte Schläge gegen Hogan. Und jetzt der Ultimate Warrior auch hier nochmal sehr dominierend. Und noch einmal der Double X-Handle. Finde ich immer gut, wenn er durchgeht. Und nochmal diese Schläge hier vom Warrior. Und jetzt soll eine Submission folgen. Ne, da sieht Warrior jetzt am Ende keinen Sinn mehr drin. Jetzt hebt er ja Hogan hoch und lässt ihn runterplumpsen. Und jetzt... Wunderbar. Der Splash, der Pin. Aber Hulk Hogan kommt noch raus. Okay. Oh, und jetzt Hulk Hogan mit einem Comeback. Da sollten wir aufpassen, denn das geht ganz schnell und dann sieht es schlecht aus. Oh oh, Russian Leg Sweep vom Hulkster. Sehr schön, das haben wir gut gekontert. Super Atomic Drop. Hulk Hogan muss in die Seile. Wunderschöner Power Slam. Noch einmal ein wunderschöner Power Slam. Und jetzt wieder der Warrior. Lässt Hulk Hogan da runterfallen.
Und jetzt noch mal dieser Splash kommt vom Warrior. Der kommt auch. Jetzt noch ein bisschen posen für die Fans. Und ein Body Slam. Schön gemacht. Jetzt allerdings wieder Hulk Hogan. Oh, und da muss der Referee dran glauben. Und jetzt Hulk Hogan. Au. Okay, führe einen Gorilla Press bei Hogan aus und versuche einen Pin innerhalb von 10 Sekunden. Schließe die zweiten WrestleMania-Runde ab. Okay, das kriege ich hin. Den Gorilla Press hatten wir jetzt schon gemacht. Also wo er praktisch Hogan einfach hochhebt. Läuft in der Definition eines Gorilla Press. So, jetzt können wir allerdings hier Hogan kontern, der jetzt gerade dabei war, in das Match zu finden. Der jetzt auch so eine kleine dominante Phase hatte. Jetzt allerdings wieder der Hogan, der Warrior am Zug. So, und jetzt können wir den Gorilla Press machen. Und versuchen danach direkt den Pin auszuführen. Jetzt der Pin. Eins, zwei. Und Hogan kommt noch raus. Und jetzt ist er auf einmal völlig mobilisiert. Oh oh, und das kennen wir. Das ist Hulk Hogan egal. Das ist Hulk Hogan egal. Jetzt wird er nämlich wild. Oh oh. WrestleMania Moment. You, brother. Jetzt wieder Hogan. Der Big Boot. Und es soll der Leg Drop kommen. Aber wir können uns da befreien. Jetzt soll der Ultimate Splash kommen. Da kommt der. Anschließender Pin. Eins, zwei, drei. Ding, ding, ding. Here is your winner and new WWE Champion, the Ultimate Warrior. The Warrior has won the title. Unbelievable, JR. What a battle. Hogan is presenting the WWE title and raise the hand of the Warrior. The Hulkster has taken one giant step toward immortality. Hogan with tears in his eyes, and listen to the hushed silence that has overcome the 67,000 fans. Das ist ein spastischer Anfall. Unterlegt mit wunderbarem Feuerwerk. Ja, ich würde sagen, so ist das nun mal. So, Intercontinental Championship von 1990. Dann haben wir weiterhin Miss Elizabeth von WrestleMania 5, WrestleMania 6 Arena und Hulk Hogan im WrestleMania 6 Attire. So, dann Hulk Hogan vs. Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter war Ende 1990 mit einer schockierenden Ankündigung zur WWE zurückgekehrt. Ja, super. Moment. Wir lassen das gerade mal fertig laden, dann kann ich euch das auch vorlesen. Zurückgekehrt, er habe einen Sinneswandel durchgemacht mit... was sich mit dem mittelöstlichen Land Irak verbündet und der WWE und Amerika den Rücken zugekehrt. Beim Royal Rumble von 1991 gewann Sergeant Slaughter den WWE Championship Titel von The Ultimate Warrior. Währenddessen gewann Hogan den Royal Rumble zum zweiten Mal in Folge. Nach dem Kampf wurde Hogan wütend, als er erfuhr, dass Slaughter die amerikanische Flagge
geschändet hat. Ey, ich hab's heute mitlesen. Okay, jetzt könnte es an der Uhrzeit liegen. Wir haben es nämlich 3.30 Uhr. Aber psst. Hogan versprach sich, den WWE-Titel so schnell wie möglich von Slaughter zu holen. Hogan würde sich für die WWE, sein Land und all seine Hulkamaniacs einsetzen. Natürlich. Siege durch Pinfall oder Submission, lande den Big Boot, lande den Leg Drop, Siege durch Pinfall oder Submission. Nee, nur durch Pinfall. Na, das können wir. Sergeant Slaughter has turned his back on America. Well, Slaughter reinvented himself, wrote a whole new playbook. If Hogan expects to win this match and the WWE title, he'll have to pull out all the stops. It is easier to keep the title than it is to win it. Hogan will have to dig deep if he expects to defeat Sergeant Slaughter. Seine Einzugsmusik ist übrigens so berührend und ergreifend. Einfach nur richtig herrlich, würde ich jetzt mal so spontan sagen. So, und dann jetzt der Hulkster Hulk Hogan, mit dem wir, das kann ich vorgreifen, jetzt den WWE-Titel von Sergeant Slaughter gewinnen werden. It's Hulk Hogan. I have never heard an ovation like this for anyone in my life. Hulk Hogan waving old glory as he makes his way to the ring. Looks to be in the best shape of his entire life. Da zerreißt er sich sein T-Shirt. Ja, da hat man gerade in den Augen und im Gesicht von dem Hulkster Hulk Hogan gesehen, dass er verbissen ist. WrestleMania WWE Championship in einer wunderbar aufgeführten HD-Grafik. Also das gab es so, glaube ich, noch nie. So, WWE-Titel. Und dann würde ich sagen, zögern wir nicht lange, sondern fangen ja einfach an und prügeln jedes kleine bisschen Verstand aus dem Sergeant Slaughter heraus. So, los geht's. Los geht's. Der kriegt auch eine Mütze, sag ich euch. So. Ja, wir hören es gerade im Hintergrund. Es geht um den amerikanischen Stolz, der für Hulk Hogan natürlich im Vordergrund steht. Und jetzt ist Slaughter dort in der Ringecke gefangen und Hulk Hogan, ja, der schmeißt Slaughter hier durch den Ring wie eine Spielzeugpuppe. Und Slaughter findet hier absolut gar nicht ins Match. Der Hulkster fertigt ihn hier nach allen Regeln ab, nach allen Regeln der Kunst quasi. Oh, jetzt mal Sergeant Slaughter. Aber Hulk Hogan lässt sich nicht beirren. Jetzt ist Sergeant Slaughter auf dem Top Rope. Hulk Hogan hinterher. Was soll hier folgen? Ein Superplex. Wow. Sergeant Slaughter wird jetzt hier richtig bearbeitet. Und ein paar harte Schläge.
ins Gesicht. Hulk Hogan ist sehr, sehr verbissen. Und es folgt ein Body Slam. Jetzt haben wir schon den Signature. So, Bams. Jetzt der Leg Drop. Das ging schnell. Solange das hier durchgeht. Eins, zwei, drei. So, das ging ziemlich schnell, würde ich sagen. Ja, Mensch, also ich muss sagen, das ging echt schneller wie erwartet. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play WWE 2K14, Mädels. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.